Okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollten eintragen, wie die Auszahlungen für die jeweiligen Spieler sind und wir hatten uns gefragt, wie es oben links ist. Was sind denn die Gesamtkosten hier oben links für den Schädiger? Er hat Sorgfaltskosten von 0, aber weil er unter der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt ist, trägt er auch den Schaden, den gesamten Schaden. Wir wissen, der gesamte Schaden ist 45. Das heißt, die Gesamtkosten für den Schädiger hier sind 45. Was sind die Gesamtkosten des Geschädigten hier? Na, es bleibt ja nichts mehr übrig, ne? Also der Geschädigte hat Vorsichtskosten von 0 und der Schaden wird schon vom Schädiger getragen. Das heißt, die Gesamtkosten des Geschädigten hier sind 0. Und auf genau die gleiche Weise können wir uns die Auszahlung in allen anderen Zellen überlegen. Das können Sie selber nachprüfen, dass es stimmt. Genau. Und damit es noch übersichtlicher ist, haben wir jetzt die Einträge in der Mitte weggemacht. Den Erwartungsschaden und die gesellschaftlichen Gesamtkosten. Und jetzt haben wir quasi die fertige Spielmatrix. Okay? Jetzt können wir anfangen, das Spiel zu lösen. Was heißt Spiel zu lösen? Wir suchen ein Nash-Gleichgewicht. Oder wir suchen alle Nash-Gleichgewichte, wenn es mehrere geben sollte. Ups, da steht schon die Lösung. Genau. Sie können ja mal selber versuchen, anhand dieser Matrix das Nash-Gleichgewicht zu finden, egal wie, entweder über iterative Dominanz oder von mir aus über beste Antworten. Das können Sie jetzt machen. Sie können das Video anhalten und das Nash-Gleichgewicht suchen. Ich mache jetzt schon mal weiter. Meine Lieblingsmethode ist, nach den besten Antworten vorzugehen. Für den Geschädigten überlegen wir uns, wenn der Schädiger 0 spielt, was ist dann für uns die beste Antwort? Wir entscheiden zwischen 0, 12 und 24. Naja, da ist die beste Antwort 0. Wenn der Schädiger 10 spielt, was ist dann die beste Antwort für den Geschädigten? 32, 30 oder 36? 30. Genauso ist die beste Antwort hier zu finden, wenn der Schädiger 20 spielt. Dann ist die beste Antwort für uns 24, 24. Ne? Ich kreuze mal beides an, weil es gleich ist. So, und genauso können wir uns für den Schädiger überlegen, was seine beste Antwort ist, wenn gegeben die Strategien des Geschädigten. Wenn der Geschädigte 0 spielt, was ist dann die beste Antwort für den Schädiger? 45, 10 oder 20? 10. Und auf dieselbe Weise sehen wir, dass die beste Antwort wieder hier 10 ist und wieder hier. Und da sehen wir eigentlich ganz nett, für den Schädiger haben wir eine dominante Strategie, nämlich immer mittlere Vorsicht spielen. Beim Geschädigten ist es gemischt. Aber das Wichtige ist, wir haben genau eine Strategienkombination, nämlich die in der Mitte, also mit mittlerer Vorsicht von beiden Spielern. Eine Strategienkombination, bei der beide Spieler ihre beste Antwort spielen. Und das ist das eindeutige Nash-Gleichgewicht in diesem Spiel. Und es ist auch das sozial optimale Gleichgewicht. Ne? Denn wir wissen ja, dass da die gesellschaftlichen Gesamtkosten minimal sind. Ups. So. Da, wir sind aber noch nicht fertig mit dieser Überlegung. Grafisch können wir uns nun überlegen, ob dieses Ergebnis allgemein gültig ist oder nur für die Zahlen, wie sie jetzt in der Tabelle eben zu sehen waren. Okay? Betrachten wir uns also unsere bekannte Gesamtkostenschüssel von oben, wie wir sie eben kennengelernt haben. Wir haben jetzt hier ein paar mehr ISO-Kostenlinien eingezeichnet. Wir haben jetzt auch die konkreten Zahlen weggelassen, sondern nur ein X-Stern und Y-Stern. X-Stern und Y-Stern ist das, was eben X-Opt und Y-Opt hieß. Ne? Also quasi die optimalen Sorgfaltsniveaus, und zwar optimal im Sinne der gesellschaftlichen Gesamtkosten. Ne? Also die Sorgfaltsniveaus, die Kombination von Y und X,
bei der die gesellschaftlichen Gesamtkosten minimal sind. Sie erinnern sich, gucken hier von oben auf eine Schüssel drauf und hier ist der tiefste Punkt der Schüssel. Jetzt können wir uns überlegen, wie ist es im Bereich rechts von x Stern. Rechts von x Stern gilt ja, dass wir sind übrigens immer noch bei der Verschuldenshaftung. Rechts von x Stern gilt ja, so ist die Verschuldenshaftung definiert, die reine Verschuldenshaftung, dass der Schädiger ausreichend vorsichtig ist, der ist nicht fahrlässig, das heißt, der Geschädigte trägt den Schaden, ne, unabhängig von, vom Sorgfaltsniveau des Geschädigten. Wie verhält sich der Schädiger in diesem Bereich? Was meinen Sie? Naja, alles, was rechts von x Stern liegt, ist ja für den Schädiger mit höheren Kosten verbunden. Er trägt keinen Schaden, aber er trägt seine eigenen Sorgfaltskosten. Und seine Sorgfaltskosten sind ja gegeben genau über diese Achse. Ne? Und je weiter wir nach rechts kommen, desto höher sind die Sorgfaltskosten des Schädigers. Das heißt, es gibt für den Schädiger keinen rationalen Grund, irgendein Sorgfaltsniveau über x Stern zu wählen, wenn wir von rechts kommen. Ne? Das heißt, im gesamten rechten blau schraffierten Bereich kann kein Nash-Gleichgewicht liegen, denn diese Strategien sind alle dominiert, natürlich mit Ausnahme genau der Grenze x Stern. Ne? Die werden nämlich von x Stern dominiert. Also rechts von x Stern kann kein Nash-Gleichgewicht liegen. Was passiert, wenn der Schädiger genau x Stern spielt? Was ist dann die beste Antwort des Geschädigten? Naja, der Geschädigte muss seine eigenen, wir wissen, der Geschädigte muss seine eigenen Sorgfaltskosten plus erwarteten plus den erwarteten Schaden tragen, denn bei x Stern trägt ja der Geschädigte den gesamten Schaden. So, und jetzt müssen wir eine kleine Analogie anstellen. Okay, wir wissen, die Gesamtkosten des Geschädigten sind seine Sorgfaltskosten plus der erwartete Schaden. Also y, ich schreibe es mal kurz auf, Kosten des Schädigers ist nichts anderes als, nee, sorry, das muss noch genauer sein. Kosten des Schädigers gegeben der Kosten des Geschädigten. Sorry. Kosten des Geschädigten gegeben, dass der Schädiger x Stern spielt. Okay, das wäre sowas. Da, wenn der Schädiger x Stern spielt, wissen wir, dass der Geschädigte den ganzen Schaden trägt. Das heißt, er muss auf jeden Fall den erwarteten Gesamtschaden tragen, plus seine eigenen Sorgfaltskosten, okay? Okay, was sind die gesellschaftlichen Gesamtkosten? Nennen wir mal GK. Das ist nichts anderes als das, was wir eben K genannt haben hier. Plus, bleibt ja nichts anderes übrig als X. Ne? Sonst ist ja in dieser Gesellschaft hier nichts anderes an Kosten mehr übrig. Jetzt können wir Folgendes überlegen. Die Kosten des Geschädigten, die Gesamtkosten des Geschädigten sind die Gesamtkosten minus x. Ne? Also das können wir auch umformulieren als k ist gleich gk minus x. Ne? Ganz einfach. Und wir wissen, entlang der vertikalen Linie bei x Stern gilt, dass die hier wissen wir, dass die Gesamtkosten des Geschädigten gleich den gesellschaftlichen Gesamtkosten minus x sind. Minus x Stern sogar. Okay? Für die Gesamtkosten wissen wir auch, dass das Minimum genau hier in der Mitte liegt. Ne? Bei x Stern und y Stern. Dann muss aber auch für die Gesamtkosten minus x Stern gelten, dass das Minimum bei x Stern und y Stern liegt. Okay? Weil das hier ist nichts anderes als eine
lineare Transformation der Gesamtkosten und dann, das muss das gleiche Minimum haben. Okay? Und weil wir das wissen, wissen wir, dass der Geschädigte sich rationalerweise für Y-Stern entscheiden wird, wenn der Schädiger X-Stern wählt. Okay? Also, mit dieser Überlegung können wir jetzt feststellen, wenn der Schädiger X-Stern hier spielt, in diesem stetigen Beispiel, dann wird der Geschädigte auch Y-Stern wählen. Das ist seine beste Antwort. So, und um zu bestätigen, dass das in der Mitte jetzt wirklich ein Nash-Gleichgewicht ist, müssen wir uns zusätzlich noch fragen, ob X-Stern für den Schädiger auch die beste Antwort auf Y-Stern ist. Ne? Denn wir wissen ja, ein Nash-Gleichgewicht muss eine gegenseitig beste Antwort sein. Denn nur dann gibt es keinerlei Anreiz mehr für irgendeinen Spieler, unilateral abweichen zu wollen. So, von rechts kommend haben wir das schon bestätigt. Okay, also von rechts kommend wissen wir schon, ja, hier gibt es auch eine Animation, von rechts kommend wissen wir schon, dass X-Stern für den Schädiger die beste Antwort ist. Okay, denn er hat nie einen Anreiz, mehr Sorgfalt als X-Stern aufzuwenden. Und jetzt können wir uns überlegen, ausgehend, wenn wir jetzt in diesem Punkt wären, X-Stern, Y-Stern, was passiert denn, wenn der Schädiger seine Sorgfaltsaufwendungen um einen Cent oder von mir aus 0,1 Cent verringert? Dann spart er genau diesen einen Cent Vorsichtskosten, ist aber unter die im Verkehr erforderliche Sorgfalt gerutscht und muss jetzt auf einmal den gesamten erwarteten Schaden tragen. Und was passiert, wenn der Schädiger dann noch weiter nach links geht? Dann muss er immer noch den Schaden tragen und wir wissen, dass seine Vorsichtskosten und nee, also wenn wir dann von diesem 1 Cent links von X-Stern noch weiter nach links gehen, da wissen wir, dass der Schädiger immer noch den gesamten Schaden trägt. Aber wenn wir immer noch hier auf dieser Linie, auf dieser horizontalen Linie Y-Stern sind, dann wissen wir, dass die Gesamtkosten, dass die Vorsichtskosten des Geschädigten unverändert sind. Okay? Okay, und deswegen können wir sagen, entlang dieser Linie, wenn wir nach links gehen, entwickeln sich die Kosten des Schädigers analog zu den Gesamtkosten. Ne? Denn die Kosten des Schädigers hier, wie in der Überlegung hier oben, können wir sagen, die Gesamtkosten des Schädigers hier für ein gegebenes Niveau von Y sind nichts anderes als eine Linearkombination der gesellschaftlichen Gesamtkosten. Okay? Und von den Gesamtkosten wissen wir ja, dass sie Richtung Mitte niedriger werden. Ne? Sorry. Von den Gesamtkosten wissen wir ja, dass sie Richtung Mitte niedriger werden. Also wird der Schädiger auch einen Anreiz haben, seine Sorgfalt eher Richtung Mitte zu bewegen. Okay? Umgekehrt ausgedrückt, von X-Stern ausgehend gibt es für den Schädiger keinen Anreiz, nach links abzuweichen. Ja, denn der Pfeil zeigt nach rechts, Richtung X-Stern. Unterm Strich haben wir jetzt also die Bestätigung, dass die Strategienkombination X-Stern, Y-Stern ein Nash-Gleichgewicht beschreibt. Okay? Denn wir haben jetzt mit unseren zwei Überlegungen festgestellt, dass es sowohl für Schädiger und für Geschädigten keinen Anreiz gibt, unilateral von dieser Strategienkombination abzuweichen. Und das ist genau die Definition eines Nash-Gleichgewichts. Also das individuell rationale Gleichgewicht. Okay? Und das freut uns natürlich, weil wir wissen, das ist auch das gesellschaftlich optimale Ergebnis, denn da sind die gesellschaftlichen Gesamtkosten minimal. Aber wir sind noch nicht fertig, denn wir haben noch nicht geprüft, ob es vielleicht andere Nash-Gleichgewichte gibt. Wir wissen jetzt nur, dass X-Stern, Y-Stern ein Nash-Gleichgewicht ist. Aber wir wissen nicht, ob es das einzige Nash-Gleichgewicht ist. Vielleicht gibt es ja irgendwo links von X-Stern noch ein Nash-Gleichgewicht. Das müssen wir prüfen.
Schauen wir uns also den Bereich links von x-Stern an, den jetzt rot schraffierten, oder bei mir aus pink. Da ist es nicht ganz so einfach zu sagen, was der Schädiger machen wird. Warum? Auf der y-Sternlinie wissen wir, was der Schädiger machen wird. Ne? Da hat er einen Anreiz, sich nach Richtung x-Stern zu bewegen. Aber was ist da drüber und da drunter? Da ist es nicht mehr ganz so klar. Welche Kosten muss denn der Geschädigte im rot schraffierten Bereich tragen? Da der Schädiger im gesamten roten Bereich fahrlässig ist und den Schaden trägt, muss der Geschädigte nur seine eigenen Vorsichtskosten tragen. Okay, und wenn er das minimiert, wird der Y gleich 0 wählen. Okay? Das heißt, ein Nash-Gleichgewicht im roten Bereich könnte, wenn es existiert, nur genau auf der Y-Achse, auf der X-Achse liegen, sorry. Ne? Denn alles, was nicht Y gleich 0 ist, ist kein Gleichgewicht, ist keine stabile Situation, weil der Geschädigte immer einen Anreiz hat, abzuweichen, Richtung Y gleich 0. Wie wäre es dann mit diesem Punkt hier, X-Dach? Ist x Dach und y gleich 0, also dieser Punkt hier, kann dieser Punkt ein Nash-Gleichgewicht sein? Dieser Punkt. Okay, müssen wir uns mal überlegen, was passiert, wenn wir davon abweichen. Wenn wir von x Dach aus auf der x-Achse nach links wandern, was passiert dann mit den Gesamtkosten? Wir wissen ja, wir schauen von oben auf eine Schüssel drauf. Wenn wir von x-Dach ein Stück nach links abweichen, kommen wir irgendwie auf eine höher liegende Höhenlinie. Okay? Überlegen Sie sich, ganz knapp außerhalb der äußersten Höhenlinie wäre noch eine Höhenlinie. Da würden wir dann drauf kommen, wenn wir von x-Dach ein kleines Stück nach links abweichen. Welche Kosten trägt der Geschädigte? Er hat gar keine Kosten, denn er muss ja keinen Schaden tragen und hat auch keine Sorgfaltskosten, da wir ja bei y gleich 0 sind. Was ist mit dem Schädiger? Der trägt alle Kosten. Das heißt, bei einer Wanderung von x Dach nach links steigen auch seine Kosten. Das will er also nicht. Warum steigen seine Kosten? Weil wir auf eine höhere Isokostenlinie kommen. Was ist, wenn wir von x-Dach aus ein kleines bisschen nach rechts gehen, ohne bis x-Stern zu gelangen? Also irgendwo hierhin. Auch da gelangen wir auf eine höhere ISO-Kostenlinie. So, zumindest so, wie es hier gezeichnet ist. Also auf höhere Gesamtkosten, also auch auf höhere Kosten für den Schädiger. Ne? Das läuft ja parallel, weil der Geschädigte gar keine Kosten hat. Also ist auch das für den Schädiger eine schlechte Idee. Von x-Dach nach rechts abzuweichen. Wenn wir jetzt mal die Gesamtkosten bei x-Dach vergleichen mit den Gesamtkosten des Schädigers bei x-Stern, was sehen wir dann? Was für Kosten hat denn der Schädiger bei x-Stern? Nur seine Sorgfaltskosten x-Stern. Bei x-Dach sind die Gesamtkosten höher, aber wir wissen, dass die Sorgfaltskosten geringer sind, wobei er zusätzlich noch Schadenersatz leisten muss. Okay, also der eine Posten ist bei x-Dach geringer, der andere Posten ist höher. Was ist unterm Strich? Ist der zusätzliche Schadensersatz, den er zahlen muss, jetzt mehr oder weniger als die gesparten Sorgfaltskosten? Das können wir hier grafisch nicht sagen. Ne? Das ist nicht eindeutig erkennbar. Wir müssen also untersuchen, ob x-Dach eine bessere Antwort auf y gleich 0 ist als x-Stern. Das können wir, wie ich jetzt schon erwähnt habe, nicht grafisch machen. Das müssen wir formal machen. Aber es ist nicht allzu schwer. So, eine formale Begründung dafür, dass y gleich 0 wird, müssen wir erstmal anstellen. Ganz einfach, ne? Der Geschädigte versucht seine erwarteten Kosten zu minimieren.
Seine Erwartungskosten sind genau durch seine Sorgfaltskosten gegeben. Im, wissen die immer noch, diese ganzen Überlegungen hier gelten ja für den linken, für den roten Bereich eben. Ne? Das heißt links von X-Stern, okay? Links von X-Stern gilt, der Geschädigte trägt nur seine Sorgfaltskosten, die minimierte, also wählt auch Y gleich 0. Ganz einfach. Dann können wir uns fragen, oder wir können ähnlich für x argumentieren, für den Schädiger. Stellen Sie sich die Frage, kann der Schädiger sich durch ein x-Dach, das kleiner als x-Stern ist, kann er dadurch seine Kosten minimieren? Also, indem er ein x gleich x-Dach wählt, das kleiner als x-Stern ist, kann er dadurch seine Kosten minimieren. Um zu sehen, ob das der Fall ist, vergewissern wir uns erst, dass bei x gleich x Stern, also genau der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, dass dort die erwarteten Kosten des Schädigers x Stern entsprechen, denn er ist ja nicht fahrlässig. Damit x Dach eine bessere Antwort auf y gleich 0 ist als x Stern, müsste Folgendes gelten. X Dach, also das x, was wir untersuchen, plus der erwartete Schaden bei x Dach und 0, also das hier ist ja y, das muss sein kleiner gleich x Stern. Ne? Denn das hier sind ja die Erwartungskosten, die erwarteten Kosten des Schädigers, wenn er x Stern wählt. Okay? Das Ganze hier links sind die erwarteten Kosten des Schädigers, wenn er x-Dach wählt. Ein x-Dach, das links von x-Stern liegt. Okay. Ich denke, das ist ziemlich einfach. Und jetzt kommt so ein bisschen ein kleiner Hilfsschritt. Wir wissen, dass folgende doppelte Ungleichung gilt, und zwar für alle x und y, die nicht x-Stern und y-Stern sind. Lassen Sie es mal wirken auf sich. Woher wissen wir, dass diese doppelte Ungleichung gilt? Die erste Ungleichung ist ja ganz einfach, ne? Die sagt ja nur, x Stern alleine ist kleiner als x Stern plus irgendwas Positives drauf, ne? Wir wissen, das hier ist was Positives. Und wenn wir was Positives auf x Stern draufschlagen, dann muss diese Summe größer sein als x Stern alleine. Okay? Das ist einfach nur reine Logik. Und die zweite Ungleichung, die folgt aus der Definition des Minimums. Wir wissen, dass die gesellschaftlichen Gesamtkosten minimal sind für x Stern und y Stern. Und das, was hier steht, ist ja nichts anderes als die gesellschaftlichen Gesamtkosten. Okay? Das heißt, wenn wir irgendein x wählen, das nicht x Stern und y Stern ist, also irgendein x und irgendein y und den erwarteten Schaden bei diesen beiden Werten, dann wissen wir, dass die gesellschaftlichen Gesamtkosten größer sein müssen, als wenn wir x Stern und y Stern wählen. Ganz logisch. Einfach, weil wir wissen, dass die gesellschaftlichen Gesamtkosten minimal sind bei x Stern und y Stern. Und deswegen wissen wir, dass diese doppelte Ungleichung hier gelten muss für alle x und y, die nicht x Stern und y Stern gilt. Wenn das aber so ist, dann muss das auch für dieses Paar gelten, nämlich x Dach und y gleich 0. Okay? Ganz logische Folgerung. Dann können wir diese Ungleichung zusammenfassen. Wir können sagen, einfach nur den. Dann können wir sagen, x Stern ist kleiner als x Dach plus 0 plus den erwarteten Schaden bei dieser Kombination. Ne, das ist y gleich 0, y gleich 0 und. Also von dieser Zeile hier wissen wir, dass diese Zeile hier gelten muss. Und damit haben wir schon unsere Antwort. Nämlich, dass x Stern
eine bessere Antwort auf y gleich 0 ist als jedes x, das kleiner als x Stern ist. Insbesondere x Dach. Denn die Kosten für den Schädiger sind bei x Dach höher als x Stern. Okay? Die Kosten bei den Schädiger sind ja, ist ja das plus das. Ne? Und wir haben gerade bewiesen, dass diese Summe größer ist als x Stern. Okay? Und wir wissen, bei x Stern muss der Schädiger genau x Stern tragen. Okay? Und wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, ob x Dach eine bessere Antwort sein kann. Und wir wissen jetzt, x Stern ist mit den niedrigeren Kosten verbunden für den Schädiger. Es kann also kein Nash-Gleichgewicht existieren, bei dem ein x-Dach gewählt wird, das kleiner ist als x-Stern. Unterm Strich heißt das, das einzige Nash-Gleichgewicht in diesem Spiel ist gegeben durch x-Stern und y-Stern. Das ist das Nash-Gleichgewicht, was wir gefunden hatten, was wir bewiesen hatten. Und wir haben jetzt gezeigt, dass rechts davon kein Nash-Gleichgewicht sein kann und dass links davon im roten Bereich auch kein Nash-Gleichgewicht sein kann. Und ja, damit haben wir alle Bereiche abgedeckt und haben gezeigt, dass es genau ein Nash-Gleichgewicht hier gibt. Und jetzt können wir uns fragen, ob das die einzige Haftungsregel ist, für die das gilt. Wir haben uns jetzt bis jetzt die reine Verschuldenshaftung angeschaut. Was ist denn zum Beispiel mit einer Mitverschuldensregel so ähnlich, wie wir sie im deutschen Recht finden? Wir könnten zum Beispiel sagen, dass wenn beide fahrlässig sind, der Schaden hälftig aufgeteilt wird. Das wäre eine Verschuldenshaftung mit Mitverschuldensregel halbe-halbe. Dann, was würde sich dann verändern? Vorher bei der reinen Verschuldenshaftung hatten wir ja dieses hier. Wenn beide fahrlässig sind, dann trägt der Schädiger den ganzen Schaden. Das würde jetzt geändert. Das geändert auf sowas hier. Ne? Das würde eine, in Anführungszeichen, gerechte Aufteilung haben. Nämlich der gesamtgesellschaftliche Schaden von 45 wird hälftig aufgeteilt. Das wäre die Verschuldenshaftung mit Verschuldensregel 50-50. Mit dieser neuen Auszahlungsmatrix können wir uns wiederum überlegen, wo das Nash-Gleichgewicht ist. Können Sie wieder jetzt kurz anhalten und selber das Nash-Gleichgewicht suchen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man das finden könnte mit iterativer Dominanz. Wir wissen, für den Schädiger ist hohe Sorgfalt dominiert, weil er immer mit der mittleren Spalte niedrigere Kosten hat. Genauso können wir sagen, dass Null-Sorgfalt auch dominiert ist, denn es sind immer die Kosten niedriger, wenn er mittlere Sorgfalt wählt. Okay, im restlichen Spiel können wir sehen, dass für den Geschädigten die Kosten höher sind, wenn er hohe oder niedrige Vorsicht wählt. Und dann bleibt genau eine Strategienkombination übrig und das ist dann das Nash-Gleichgewicht. Okay, das kann man auch grafisch zeigen, ob das allgemein gilt, aber das ist ein bisschen schwieriger zu zeigen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal über zu einer anderen Mitverschuldensregel. Was wäre denn mit einer Mitverschuldensregel, die eine extremere Aufteilung ansieht? Hierbei würde der Schädiger jetzt nur noch 10% des Schadens tragen, wenn beide fahrlässig sind und der Geschädigte dementsprechend 90%. Das ändert wiederum nur hier oben links diese Zelle. Da hätten wir dann, dass der Geschädigte 40,5 trägt und der Schädiger. Geschädigte trägt 40,5 und der Schädiger 4,5. Okay? Sie können wieder selber das Nash-Gleichgewicht suchen. Kurz anhalten das Video, das Nash-Gleichgewicht suchen. Ich mach's mal schnell. Wir wissen hier, wir haben wieder eine dominante Strategie für den Schädiger. Und für den Geschädigten
sehen wir hier eine beste Antwort, hier eine beste Antwort und hier eine beste Antwort. Und wir haben wieder ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht hier in der Mitte, da wo die gesamtgesellschaftlichen Kosten minimal sind. Wieder gilt, wir können es auch grafisch allgemein zeigen, aber das ist ein bisschen komplizierter. Das überspringen wir jetzt im Moment mal. Stattdessen gucken wir uns jetzt mal die Gefährdungshaftung an. Die haben wir letztes Mal schon kennengelernt. Gefährdungshaftung, Sie erinnern sich, das ist die Regel, bei der der Schädiger immer den Schaden trägt, egal was sein Vorsichtsniveau war. Dabei würde sich folgende Auszahlungsmatrix ergeben. Genau, diese erste Zahl hier war ja der Schaden und die ist, wir sehen, das ist immer gleich der Auszahlung. Die kommt immer, wird immer drauf gezählt beim Schädiger. Ne? Also wenn der Schädiger Vorsichtskosten 10 hat, dann hat er 10 plus den Schaden von 32, also 42. Ne? Das ist die Gefährdungshaftung. Das könnte übrigens, könnte ich mir ziemlich gut als mindestens eine Klausuraufgabe vorstellen, dass sie dass sie mit so einer Auszahlungsmatrix perfekt umgehen müssen. Ne? Also, dass sie selber die Auszahlung eintragen können und auch eventuell abändern für unterschiedliche Haftungsregeln. Okay, gegeben, wir haben dieses Spiel in Normalform. Wie wird sich der Geschädigte verhalten? Für den Geschädigten, klar, das ist intuitiv klar, haben wir jetzt eine dominante Strategie, nämlich immer null Vorsicht zu spielen. Denn er haftet ja nie. Und die beste Antwort des Schädigers ist wiederum mittlere Sorgfalt. Also hier, hier und hier. Und wir sehen, es gibt ein Nash-Gleichgewicht, aber wir sind nicht mehr im Minimum der gesellschaftlichen Gesamtkosten. Okay? Das heißt, wenn wir jetzt bei beidseitiger Schadensverursachung eine einseitige Gefährdungshaftung haben, also eine Gefährdungshaftung, wo der Schädiger immer haftet, dann verhält sich der Schädiger zwar noch optimal, aber der Geschädigte jetzt nicht mehr. Er hat nämlich keinen Anreiz mehr, überhaupt Sorgfalt walten zu lassen. Okay, ja. Danke. Das ist das Nash-Gleichgewicht. So. Dann gibt es im amerikanischen Recht noch eine ganz andere Variante des Mitverschuldens. Und zwar wird da gesagt, wenn beide fahrlässig sind, dann trägt der Geschädigte den gesamten Schaden. Auf Deutsch wäre das eine sogenannte Gefährdungshaftung mit forderungsvernichtender Mitverschuldenseinrede. Okay? Was heißt das für unsere Auszahlungsmatrix? In den unteren Zeilen ändert sich nichts, aber in der Zelle oben links trägt nun der Geschädigte den Schaden. Okay? Hier ist genau umgekehrt, ne, zur ursprünglichen Verschuldenshaftung. Okay, und wiederum können wir das Nash-Gleichgewicht suchen. Ich lade Sie ein, wieder auf Pause zu drücken und selber das Nash-Gleichgewicht zu suchen. Ich mache das mal jetzt wieder mit besten Antworten. Die beste Antwort für den Geschädigten, wenn der Schädiger 0 spielt, ist hier mittlere, auch hier, auch hier. Wir haben also eine dominante Strategie des Geschädigten, mittlere Vorsicht. Für den Schädiger gilt, wenn der Geschädigte 0 spielt, ist seine beste Antwort auch hier. Die beste Antwort, wenn der Geschädigte mittlere Vorsicht spielt, ist hier. Und die beste Antwort für den Schädiger, wenn der Geschädigte
hohe Vorsicht spielt, ist hier keine Vorsicht. Und wir sehen, es gibt genau ein Nash-Gleichgewicht. Und zwar da, wo wir es gesellschaftlich gesehen auch haben wollen. Ne? Denn da sind die gesellschaftlichen Kosten minimal. Okay, bei dieser Art des Mitverschuldens haben wir also ein sozial optimales Nash-Gleichgewicht. Hier haben wir noch eine andere Variante, die sogenannte Gefährdungshaftung mit forderungsvernichtender Mitverschuldenseinrede und Anrechnung der Betriebsgefahr. Das überspringen wir jetzt einfach mal, das können Sie sich selbst anschauen. Und Sie werden sehen, dass das Nash-Gleichgewicht nicht optimal ist. Fassen wir zusammen. Keine Haftung und reine Gefährdungshaftung führen zu geringer Sorgfalt des Schädigers bzw. des Geschädigten. Verschuldenshaftung führt zu beiderseitig optimalem Verhalten, haben wir gesehen, unabhängig davon, wie das Mitverschulden ausgestaltet ist. Und wir haben gesehen, Gefährdungshaftung mit forderungsvernichtender Einrede des einseitigen Verschuldens führt zu beiderseitig optimalem Verhalten. Und auch da kann man zeigen, dass es wiederum egal ist, wie das Mitverschulden ausgestaltet ist. Und das, was wir übersprungen haben, da kommt raus, wenn wir dann noch die Betriebsgefahr anrechnen, kommen wir konzeptionell wieder der Gefährdungshaftung ein bisschen näher und damit zu suboptimalen Ergebnissen. Okay? Das kann man zusammenfassen und man kann zeigen, dass jede Haftungsregel, die dem allein Fahrlässigen den gesamten Schaden anlastet und bei beiderseitig ausreichender Sorgfalt die Schadensverteilung nicht von der Vorsicht der beiden Parteien abhängig macht. Jede solche Haftungsregel führt zu beiderseitig optimalem Verhalten. Okay, das ist ein Satz, der geht über 4 Zeilen auf dieser Folie. Man kann zeigen, dass es stimmt, aber das machen wir nicht, wir halten es einfach nur fest. Aber vom Sinn her sehen wir es. Ne? Also wir können es ein bisschen aufsplitten. Diese Behauptung hat jetzt 3 Bestandteile. Wenn beide nicht fahrlässig sind, also die im Verkehr erforderliche Sorgfalt walten lassen, ist es egal, wie wir die Haftung zuteilen, es darf bloß nicht von der Sorgfalt selber abhängen. Das war der erste Bestandteil dieser Behauptung. Der zweite Bestandteil ist, wenn alleine der Schädiger fahrlässig ist, muss er den gesamten Schaden tragen. Und der dritte Bestandteil ist, wenn alleine der Geschädigte fahrlässig ist, muss er den gesamten Schaden tragen. Ganz einfach. Und wenn eine Haftungsregel diese 3 Bedingungen erfüllt, führt sie zu beiderseitig optimalem Verhalten. Ne, das kann man zeigen. Okay, und ganz kurz noch jetzt zum normativen Aspekt. Wir haben jetzt nur gesagt, wie die Spieler sich verhalten werden, aber man kann natürlich ganz einfach argumentieren, wenn alle vollständig informiert sind, dann können wir ganz einfach sagen, ne, alle Regeln, bei denen beide Sorgfaltsmaßstäbe optimal festgesetzt sind, also durch das Gesamtkostenminimum definiert und bei denen der gesamte Schaden getragen wird, von dem, der immer allein fahrlässig ist, die führen zu optimaler Sorgfalt, haben wir eben gesagt, und die sind deshalb Kylo-Higgs-effizient und damit gleich gut. Okay? Das heißt, ja, mehr können wir da nicht sagen. Alle Regeln, die diese Bedingung erfüllen, um zu beiderseitig optimalem Verhalten zu kommen, alle solchen Regeln sind normativ gesehen aus Sicht des Kylo-Higgs-Kriteriums gleichwertig. Ne? Denn sie können ja versuchen, sich zu überlegen, ob aus dem Nash-Gleichgewicht bei so einer Situation eine Kylo-Higgs-Verbesserung möglich wäre, und sie werden herausfinden, es ist keine Kylo-Higgs-Verbesserung möglich. Also sind sie Kylo-Higgs-effizient. Das heißt, wir können festhalten, bei beidseitiger Fahrlässigkeit und bei beidseitiger Einhaltung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt ist es egal, was für eine Regel wir anwenden.
Was haben wir uns heute angeschaut? Das Oberthema war zweiseitige Schadensverursachung. Was ist, wenn wir reziproke Schäden haben? Wir haben uns angeschaut, wer ist der Verursacher? Wir haben festgestellt, aus ökonomischer Sicht sind immer beide Beteiligten Mitverursacher. Wir haben uns dann angeschaut, wie man das spieltheoretisch abbildet, dass beide Spieler Mitverursacher sind. Wir haben uns das tabellarisch angeschaut, wir haben uns das grafisch angeschaut. Und dann haben wir da unterschiedliche Haftungsregeln verglichen, die Wirkung unterschiedlicher Haftungsregeln verglichen in Bezug auf das Nash-Gleichgewicht und am Ende nochmal ganz kurz was zur Bewertung der unterschiedlichen Haftungsregeln gesagt. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt der Vorlesung oder der Übung haben, öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen.